Hallo ihr Lieben, heute gibt es Käsekuchen und ich habe Mehl 250 Gramm vorbereitet, Puderzucker 60 Gramm, 125 Gramm Butter, Prise Kardamom und Prise Salz und das vermische ich jetzt. Und jetzt kommt ein Ei noch hinzu. Jetzt ist er fertig. Bekommt eine halbe Stunde zum Ausruhen. Ihr Lieben, er hat jetzt Zeit gehabt, sich halbe Stunde auszuruhen. Jetzt rollen wir ihn aus. In der Zeit habe ich schon die Form fertig gemacht. Jetzt kommt Marmelade rein. Ich nehme Orange. Jetzt kommen die wichtigsten Zutaten. 6 Eidotter, Mascarpone, Ricotta, darunter ist Magerquark, Speisestärke, Zucker, Prise Tonkabohne, 2 Esslöffel Orangenlikör, weil ich auch Orangenmarmelade verwendet habe, und Spritzer Zitrone. Und natürlich 6 aufgeschlagene Eiweiß. Und das vermischen wir jetzt. Und jetzt kommt steif geschlagenes Eiweiß darunter. Jetzt kommt die ganze Masse hier rein. Ihr Lieben, der Kuchen ist fertig. Er ist noch ein bisschen aufgegangen, aber das setzt sich dann und er darf in der Mitte nicht mehr glänzen. Wenn der glänzt, ist es noch nicht fertig. Also lässt er ihn ein bisschen länger drin. Ich habe jetzt 1 Stunde und 15 Minuten benötigt, bis der jetzt so aussieht, dass der Glanz komplett verschwunden ist. Ist ein bisschen braun geworden, aber dann setzt er die Temperatur runter. Also, ich wünsche euch guten Appetit und bis bald, ihr Lieben.